Ein Jahr geht zu Ende. 2022 hat für uns eine Menge bereitgehalten und wir durften mit vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen zusammenarbeiten. Dabei haben wir sowohl neue Kunden als auch die langjährigen Partner betreut und ihre filmisch-gestalterischen Vorstellungen und Ansprüche verwirklicht. Begonnen hat das Jahr, wie immer, mit dem Junior Cup. Als E-Sport-Turnier? Richtig, schuld daran war die Corona-Pandemie. Sie verhinderte ein Hallenturnier samt Zuschauer. Über die Einbindung von Playstations konnte das Turnier aber dann zumindest virtuell stattfinden. Als nächstes folgten Umbauarbeiten. Büro und Lager reichten uns nicht aus und die Nachfrage nach Online-Veranstaltungen stieg. Es musste ein Studio her. Gesagt, getan. Unser Studio C bekam einen Greenscreen, eine Traverse mit Scheinwerfern und einen Arbeitsplatz für benötigte Technik. Hier können mit mehreren Kameras Talkrunden, Presse und andere Konferenzen aufgezeichnet und live gestreamt werden. Genutzt wurde unser Studio schon von der Ergo-Versicherung, einer Landtagsfraktion, der Kirche, der AOK und der Industrie- und Handelskammer. Die IHK war aber nicht nur in unserem Studio. In unserer langjährigen Zusammenarbeit haben wir die Kammer wieder durch das Jahr begleitet. Dabei waren Vernissagen von Geldscheinkunst oder Artquilts, außerdem haben wir das Unternehmertreffen auf der A14 aufgezeichnet. Was wäre die Wirtschaft ohne Nachwuchs? Darum waren wir auch bei der besten Ehrung der Abschlussjahrgänge der Auszubildenden kameratechnisch vertreten. Außerdem nennenswert sind der Rohstofftag, die Vollversammlung das Wirtschaftsforum und der Exporttag. Und zum Abschluss des Jahres wird, eine neue Tradition ist geboren, ein Liedchen angestimmt. Chor der IHK Magdeburg begeistert. Weg von der Wirtschaft, rein in die Religion. Das Bistum Magdeburg war auch in diesem Jahr wieder an unserer Seite. Gemeinsam haben wir nicht nur Einsprecher produziert. Außerdem haben wir junge Katholiken auf einer Pilgerfahrt begleitet und sind somit auch in diesem Jahr wieder international unterwegs gewesen. Unter dem Motto Go East ging es für die Gruppe nach Verdun und nach Barcelona. Die produzierten Bilder wurden auch vom MDR Fernsehen genutzt. Für das Bistumsjugendhaus in Rosbach und vier weitere Jugendhäuser in Sachsen-Anhalt haben wir einen eigenen Imagefilm realisiert. Auch international war die Konferenz über das Wirken des gebürtigen Magdeburger Komponisten Georg Philipp Telemann. Neben Referenten aus ganz Deutschland gab es sogar einen Live-Vortrag aus Tokio. So wurde sich hier mit unserer Hilfe weltweit über die Musikgröße ausgetauscht. Bleiben wir noch im kreativ-künstlerischen Bereich. In der Nähe von Haldensleben, am versteckten Süpplinger Canyon, fanden die gleichnamigen Festspiele statt. Das ganze Dorf schauspielerte das Geheul in den Bullerbergen und wir waren mit unseren Kameras vor Ort, um dieses Spektakel festzuhalten. Nicht nur viele Leute zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken gebracht, hat die Zwickmühle Magdeburg mit ihrem Kabarett Bis auf Heiteres. Natürlich halfen wir auch hier, die verpackten Botschaften in die Welt zu tragen und etwas zu bewegen. Bewegung gab es auch bei Sachsen-Anhalts Sportlerinnen und Sportlern. Die Handballer des SC Magdeburg haben wieder alles gegeben und wir waren live dabei.
Die Meisterfeier haben wir spontan vom Alten Markt live gesendet. Im Rahmen der anschließenden Saisonvorbereitung haben wir das Spiel gegen Hannover aus Betzendorf übertragen und dabei mangels Internetanschluss vor Ort unsere Internetanbindung via Satellit sichergestellt. Ein wenig außerhalb von Magdeburg, in Wolmerstedt, haben sich die SBB Baskets spannende Partien in der Halle der Freundschaft geliefert und überzeugt. Seit 2021 übertragen wir alle Heimspiele live. Außerhalb vom Profisport, dafür aber umso emotionaler, war das Downsportfest in der Hermann-Giesler-Halle in Magdeburg mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Deutschland. Mit Spiel und Spaß wurde hier einen ganzen Tag lang Sport in den verschiedensten Disziplinen praktiziert. Bereits zum dritten Mal hatten wir mit der Architektenkammer Sachsen-Anhalt zu tun. Unter der Überschrift Grün in der Stadt traf man sich im Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt in Halle an der Saale, um aktuelle und zukünftige Projekte zu besprechen und zu planen, sowie über den grünen Nutzen zu sprechen. Voller Einsatz für die Freiwilligen. Im Sommer empfing die Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt Ehrenamtliche, um ihnen für ihren Einsatz zu danken. Der Bericht auf dem YouTube-Kanal des Landes kam von uns. Allgemein hatten wir dieses Jahr den vollen Durchblick. Den Optikern und Optometristen der WVAO halfen wir, ihre Online-Veranstaltung zu realisieren und zu betreuen. So wurden unsere Mitarbeiter eine ganze Woche lang über das menschliche Sehen unterrichtet. Groß wurden die Augen vor allem beim Anblick der mächtigen Rapode-Talsperre im Harz. Sie erhielt die Auszeichnung als historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland und ist damit das zweite Bauwerk in Sachsen-Anhalt, das diese erhält. Entgehen lassen wollten wir uns das natürlich nicht. Wir waren sogar in der Staumauer. Und weil es so schön ist, beenden wir das Jahr und diesen Rückblick mit dem alljährlichen Weihnachtssingen in der MDCC Arena. Ein Chor aus 25.000 Mitsingenden erzeugt Gänsehaut-Feeling und bringt das Weihnachtsfest endgültig in die Stadt. Eulenspiegel Multimedia bedankt sich bei allen Freunden, Partnern und Kunden.